Video auf meinem Baskalationskanal, ihr wisst Bescheid. Und zwar reagieren wir auf Asche, Aschkober, X-Massaker 3. Ihr wisst Bescheid. Jedes Jahr zu Weihnachten ist jetzt das dritte Mal. Auch krass irgendwie, wie die Zeit vergeht, wie lange Asche jetzt so schon so stabil am Start ist. Feier ich. Ja, frohe Weihnachten erst einmal an alle. Genießt die Zeit mit der Familie. Macht euch eine geile Zeit, Alter. Ein paar Tage weg von Arbeitsstress und diese ganzen Filme. Nice. Ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein in die Reaction. Er hat ja dieses Intro, Weihnachtsintro gemacht und wir hören mal rein, was er jetzt hier gemacht hat. 6 Minuten 32. Ach, das ist wahrscheinlich das Intro, was er als 1 Minute noch was Song schon rausgedroppt hat, hier nochmal eingebaut. Er ist so auf ganz lustig gemacht, so. Weiß nicht. Ich denke, also ist cool zur Weihnachtszeit und so, kann man machen. Asche mal auf sowas zu hören, ist natürlich für einen Fan eine geile Sache, so. Gibt's nix, ist auch lustig, so, weißt du. Aber im Nachhinein, die Leute, die den Song so übertrieben feiern, dass der auf Dauerschleife läuft, kann ich mir auch vorstellen, dass sie das Stück vorspulen. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Schreibt gerne in die Kommentare. Von dem Schnee und Rauch, es klatscht auf die Geheimratsecken. Guck mal, es klatscht auf die Geheimratsecken. Er singt das so, er will dich so umklatschen, ist so mäßig. Und er singt es einfach so, Alter. So voll harmonisch. Wünsch dir Designer-Täschchen und Reizunterwäsche. Asche ist hier auf jeden Fall komplett im Weihnachtsflow unterwegs. Mit du sie beschenkst, ohne glückliche Frau wird die Bescherung am Baum zu einem neuen Christmas. Ja, er hat sich auf jeden Fall hier was Nices einfallen lassen. Feier ich. Ich sage ja, das wird bei mir wird es so sein, wenn ich den Song abfeiern werde, dann wird er natürlich so sein, dass ich diesen Teil wahrscheinlich vorspule. So, jetzt ist so ganz lustig, so Asche auf sowas zu hören, so habe ich ja schon gesagt, aber so insgesamt ist, aber wir haben ja immer noch, wenn du jetzt 1 Minute abziehst, ich weiß ja nicht, was das jetzt für ein Song wird, aber für haben wir 5 Minuten 35 immer noch. Ja, das ist der X-Massaker-Look. Das war doch auch so ähnlich, war ja auch das Foto, glaube ich, was er auf Insta hochgeladen hatte. Eine Sache, bevor es jetzt richtig losgeht, bei Englisch bin ich komplett raus. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich kann dazu was sagen. Yo, Mainstream, wir sind Fake Stream. Warte, ich muss es noch hören. Wenn es so mit Ironie gemeint ist, wäre es eigentlich halt auch eine nice Zeile, weil viele bei Streaming-Zahlen ja auch Klickzahlen vorgeworfen wird, sie es kaufen, weißt du? Das ist auch eine nice Stelle, wenn es so gemeint ist, wie ich es verstehe. Geh beiseite, du Kachbar. Es ist der Big Boss im seidenen Pyjama. Aschkuba, ich bin kein Pelzträger, aber bleibe der absolute Endgegner für Madnehmer wie Hank Schrader. Querschläger, fütter sie mit Disrespect, denn die Pisser sind auf Crystal Meth. Lauten bei mir, bin es. Fütter sie mit Disrespect, denn sie sind auf Crystal. Ja, wie soll ich es nennen, Alter? So aus Asches seiner Sicht, sage ich jetzt mal, disst da natürlich die Junkie-Rapper immer weg. Ja, feier sowas. Was soll ich sagen? Kommt ihr auf jeden Fall gut rein auf diesen typischen X-Massaker-Flow, den man auch wirklich nur von da kennt. Was heißt nur von da? Aber er macht ja von der Art der Musik, sonst wäre es ja unsinnig, es auch X-Massaker 3 zu nennen. Wir hören mal weiter rein. Ich bin der absolute Endgegner für Madnehmer wie Hank Schrader. Querschläger, fütter sie mit Disrespect, denn die Pisser sind auf Crystal Meth. Laufen bei mir, bin es das Fett, wie beim Pizzablech, werden sie an. Dies Business, Digga.
Es kam auch von den Shirin Haftbefehl-Song das erste Mal, glaube ich, ne? Ich weiß nicht genau. Ist natürlich, ja, kann man machen auf jeden Fall. Bei mir bin es das Fett, wie beim Pizza-Black. Werden sie an Christmas gesnackt, so wie Spritzgebäck mit Zimt bedeckt. Du machst Werbung für McDonalds, Aschkobab wie Seth Rollins, ernähre mich von Rap-Knowledge. Du machst Werbung für McDonald's, ich ernähre mich von Rap, ist natürlich auch dieses typische MC, ich verteidige Rap, so mach Rap nicht diese, mach nicht mein Rap kaputt. So verstehe ich die Aussage auf jeden Fall. So wie Spritzgebäck mit Zimt bedeckt. Du machst Werbung für McDonalds, Aschkobab wie Seth Rollins, ernähre mich von Rap Knowledge. Während ich in meinem Penthouse sitze, sampelt die halbe Szene verbittert an Techno Hits. Auch nice, nice, nice. Er kotzt sich natürlich auch wieder über die, wie soll ich sagen, über die Rap-Szene aus, dass diese ganzen Samples genommen werden. So, ihr seid überhaupt nicht Hip-Hop, ihr seid nicht kreativ, ihr macht nichts mehr, ihr schreibt nicht eure Texte, die meisten machen die Beats nicht selber. Ihr samplet so, was und so weiter und so. Ihr kauft wahrscheinlich noch eure Erfolge. Ja, das kotzt ihn halt einfach an und verstehe ich, was aus Hip-Hop die letzten Jahre geworden ist. Ich habe mich zwar auch erst gefreut, als er so riesig erfolgreich wurde, weil früher, als ich noch Rap gehört habe, da war es aber natürlich noch richtige Rap-Musik, da gab es sowas noch gar nicht. Ich habe gehört schon Rap-Musik seit, da gab es das Internet noch nicht so. Wisst ihr, was ich meine? Da haben die Leute dich so schon assi von angeguckt, so von der anderen Straßenseite, wenn du da mit deiner Rap-Musik warst. 90s Bitch, hab euch Pöbel wie McGregor 222, deutscher Rapper zu nem Netzscammer, Left-Hander, Jab-Treffer machen mir auf Gang-Member, doch sind am Ende nur der Fahrer, so wie Ned Flanders. Machen hier auf Gangmember, aber ich muss noch mal ganz kurz hören, sorry. Machen mir auf Gang-Member, doch sind am Ende nur der Fahrer, so wie Ned Flanders. Aber sind am Ende nur der Fahrer wie Ned Flanders. Ja, ist eine coole Line, so dieses, ich bin der Krasseste, aber ist natürlich im Internet bist du nur der Krasseste mäßig. Hat noch immer Jogginghose, Nike Socken, Stone Island Hoodie. Warum hast du keine Muckis? Butterfly in meinem Designer Cookie Pussy. Ich fress Reispudding, Protein Chips und mach 107. Ja, die Asche-Lines mit seinem Fitness-Ding sind auch immer geil. Er hat ja auch damals diese, ich kann die jetzt leider nicht mehr, Digga. Fuck, lange nicht gehört. Diese Donut-Zeile. Oder ich esse keine Donuts, also nur anders gerappt natürlich, ne? Ja, feiere ich immer. Es passt halt so zu ihm, weißt du? Ich baller nicht mit Kleinkaliber Bullets, war nie ein Einser-Schüler, doch saß in nem Daimler vor der Schule, war der Coole von der Schule, so wie Parker Louis. Heute ist der Parker Louis, hier hast du Parker Louis. Ja, das war natürlich technisch sehr krass. Ich kann das jetzt natürlich nicht so wiedergeben, aber diese Louis-Sachen mit drei verschiedenen Bedeutungen sind schon nice. Mit Kleinkaliber Bullets, war nie ein Einser-Schüler, doch saß in nem Daimler vor der Schule, war der Coole von der Schule, so wie Parker Louis. Heute ist der Parker Louis, hier hast du Parker Louis. Sie sagt, sie findet Hip-Hop nice. Das ist der Grund, warum ich ihr mein Crip-Walk zeig. Ich wurde durch den Shitstorm reich. Christmas 3. Ich wurde durch den Shitstorm reich, ist natürlich auch eine sehr geile Sache. Ja, diese ganze Mois-Beef-Geschichte hat Asche natürlich extrem geholfen. Ist natürlich auch dadurch nochmal extrem populär geworden. Jeder Deutschrap-Fan, so egal ob du Asche magst oder nicht, selbst wenn du den Diss-Track scheiße fandest oder den Geschichtstrack, nennen wir es wie wir wollen, so weißt du, jeder Rap-Fan, wirklicher Rap-Fan, nicht einer, der mal kurz die Spotify-Liste anhört, sondern wirklich Rap-Fan kennt diesen Track halt, ne? Ich geh mit dir auf TikTok live und schreib in den Chat, dass ich Christoph weiß. Sie trägt ne Maske in nem Slipknot-Style. Christmas cry. Der Juggernaut-Asche-Bande ist die Kehrseite, weil ich sogar scherzweise Adventskerzen gaslighte. Ich seh aus wie von der Men's-Health-Titelseite. Du siehst aus wie du kein Mensch mehr am Mittelscheitel. Ja, ist nice. Feier ich. Gefällt mir hier sehr gut, muss ich sagen. Das einzigste so Name-Dropping ist diesmal nicht bis hierhin, sag ich mal vorsichtig, nicht so krass am Start, muss ich sagen. Christmas cry. Der Juggernaut-Asche-Bande ist die Kehrseite, weil ich sogar scherzweise Adventskerzen gaslighte. Ich seh aus wie von der Men's-Health-Titelseite. Du siehst aus wie du kein Mensch mehr am Mittelscheitel. Sie machen mir auf Superstar mit Fake-Streams, doch ich bin ihr Daydream wie Nightmare on Elm Street. Ja, das meinte ich vorhin. Sie machen wir auf Superstars mit Fake-Streams. Ich habe das, letztens habe ich sogar noch mit jemandem drüber gesprochen, habe so gedacht, Digga, wie blöd muss man sich eigentlich vorkommen? Also, wir als Supporter, Fans oder wie auch immer, wenn wir denken, der hat jetzt 80 Millionen Streams auf seinen neuen Song, egal ob das jetzt war es oder nicht, ich nenne auch gar kein Beispiel, ne?
ist dann so, boah, krass, Alter, hat der abgeliefert, ist das durch die Decke gegangen, weißt du, so mäßig, weißt du, aber für den Typen, der das macht, ne, klar freut er sich natürlich, dass das irgendwie so, dass die Leute ihn schreiben, wie erfolgreich das ist und so weiter, ne, aber die präsentieren sich und machen dann diese, wie soll ich das nennen, diese Show, so voll die Superstar-mäßige, wissen aber eigentlich, dass die die Hälfte gekauft haben oder drei Viertel, was weiß ich, so, ne? Digga, ist doch komplett behindert, Alter. Schreib man siehst, man studiert Psychologie. Ich schreibe vor nichts vor, ich bin gegen Misogynie. Ah, das war ja wieder klar, ein typisch männlicher Scheiß. Eine Frau darf jetzt nicht rappen, wenn sie den Text nicht selbst schreibt. Du bist selbst aus einer Minderheit, versetz dich mal rein. Ich finde das echt nicht so nice, wie du. Ja, diese Pseudo-Gutmenschen und immer auf diese eine Schiene ist natürlich auch krass, ne? Manchmal. Finde ich auch manchmal heftig. Klar, kommt immer auf die Situation an, weißt du? Natürlich, warum sollte Frau nicht rappen, so, hä? So komplett dumm. Wenn sie den Text nicht selbst schreibt, du bist selbst aus einer Minderheit. Versetz dich mal rein. Ich finde das echt nicht so nice, wie du so hättest. Trash dich rein, ich gebe jedem Mensch Respekt, solange er es auch tut. Doch 2022 schrieb ich viele Verse aus Blut. Es gab noch viele offene Rechnungen aus Schmerzen und Wut. Denn es ist mehr als genug, was mein Herz so ertrug. Ja, rappt er hier ja auch, ne? Er gibt den Respekt, die auch Respekt geben. Vielleicht fehlt, manchmal ist es auch nicht unbedingt der Respekt. Manchmal fühlt er sich vielleicht auch einfach in der Kunst von Hip-Hop so sein Baby, sag ich jetzt mal, fühlt er sich einfach verraten, weißt du? Also nervt man nicht den Avenger, ich bin gerade on a mission, Bitch. Denn ich bin einer, der dich hinter den Kulissen fickt. Mit nem Silberblick und Schlagring bewaffnet und komm vorbei und box dich aus der Matrix, du Affe. Ich fühle mich disrespected von einem Grinsebäckchen. Ja, das meine ich, das meine ich. Ich finde auch, Asche müsste auch, klar, er kann jetzt locker leben und ist da am Start, gehört krass zur Hip-Hop-Szene und alles Mögliche, weißt du? So, der muss sich keine Sorgen mehr machen, wenn er weiter so released, weißt du? Aber er fühlt sich, er ist so ein Künstler, so stelle ich mir ihn vor, er fuckt sich richtig ab, wenn jemand Hip-Hop nicht respektiert. Zumindest kommt es mir so vor. Warum ich über Tod an Christmas rappe? Deine Toplines sind nur einmal gut wie Fixbestecke. Auf einer Listening-Session voller Bitches-Rapper. Fitnessgänger, dann stellst du dich mit mir gut, sind das Image-Stecker oder das Schmierblut an das Smith & Wesson. Arschig. Ja, das ist immer das Problem, ne? Diese Image-Sachen und so, dann wird hintenrum mit den Managern und so weiter irgendwelche Filme geschoben. Digga, man will gar nicht mitkriegen, was hinter den Kulissen alles so abgeht. Ja, also Rap-mäßig gefällt es mir hier richtig gut, wie auch wieder über den Beat float, feier ich. Ich hab alles zerfetzt, deutsche Rapper sind wie ihre Boxposter, sie entfalten sich schlecht. Sie Rapper sind wie ihre Boxposter, sie entfalten sich schlecht, auch sehr nice Line. Sagt, sie findet Hip-Hop nice, das ist der Grund, warum ich hier mein Crip-Walk zeig. Ich wurde durch den Shitstorm reich. Christmas-Drei. Ich geh mit dir auf TikTok live und schreib in den Chat, dass ich Christoph heiß. Sie trägt ne Maske in nem Slipknot-Style. Ich hätte es auch gefeiert, wenn es jetzt hier komplett ohne Wiederholen gemacht hätte, so ohne Hook so mäßig. Aber okay. Ist eine nice Hook auf jeden Fall, muss man sagen. Christmas Drive. Aschkobar, die Nummer 1, Fresse vom Hollywood-Streifen. Sagt, warum sind Deutschrapper arme dünn wie Kontrabassseiten? Auch in der Ausgangssperrezeit pump ich mit Monster-Truck-Reifen, nur damit ich einen Käfig fühl, so wie Octagon-Seiten. Pussy. Ja, nice line. Hör nochmal rein. Nur Fresse vom Hollywood-Streifen, sagt, warum sind Deutschrapper arme dünn wie Kontrabassseiten? Auch in der Ausgangssperrezeit pump ich mit Monster-Truck-Reifen, nur damit ich einen Käfig fühl, so wie Octagon-Seiten. Ja, ist nice. Asche hat sich auch in der Pandemiezeit irgendwie kann man immer trainieren, kannst du immer, ne? Da findet man immer eine Ausrede. Selbst draußen kannst du trainieren. Es gibt so viele Möglichkeiten, ne? Da hat er natürlich recht, wenn du das als Ausrede nutzt. Ja. Pussy ass bitch, hol den Hula-Hoop-Reifen und bitte lass doch mal den Bruderkuss bleiben. Newcomer-Rapper sind am Staunen aus dem Uterus gleiten, denn sie machen auf Amerikaner so wie Zuckergussteilchen. Dass sie ein Newcomer-Rapper machen Amerikaner so wie Zuckergussteilchen. Ja, feier ich. Erinnert sehr an Villa Kunterbunt treiben. Doch Aschkoba wird Racker in den Untergrund schleifen. Bitch, du wirst immer nur der Hund des Hunds bleiben. Denn ich pull ab zum Reißen, wie Muskat muss reiben. Mach Geschäfte mit nem Goldhändlersohn. Bring mit Vollmembern über Polen Zollämter Koks. Du kommst mit deiner Gang, doch sie geht komplett K.O. Ja, ist halt sehr geil gerappt, aber ich muss sagen, dass mir die Namen fehlen und auch allgemein so. Also klar, es ist immer noch krass, nicht falsch verstehen, ne? Aber
Ich finde X-Massaker 1 und X-Massaker 2, so rein vom ersten Mal hören, haben die mich vom ersten Mal hören, wenn ich mich richtig erinnere, so kann auch sein, dass ich mich vertue, aber habe ich einfach noch mehr gefeiert. Ich feiere das Ding auch, nicht falsch verstehen. Ist geil gerappt, so bockt übertrieben. So, ich hab, der Track konnte meinetwegen noch 2 Minuten gehen, so weißt du, oder auch 5. So ist jetzt, aber weiß nicht. Aber es ist ja oft so. Irgendwann kommt natürlich ein Teil so, wo du sagst, ich finde eins besser, finde zwei besser, manche finden drei besser. Das ist wirklich nur meine musikalische Meinung. Oh, weil ich Schläger kaputt hau, so wie John McEnroe. Auf meinem Album waren mehr Songs als auf der Deutschrap-Brandneu und immer wenn ich release. Auf meinem Album war mehr als der, auf der Playlist Deutschrap brandneu. Ich denke, er wird die Playlist meinen, nicht das Collabo-Album von Capio und Farid. Aber wer weiß, wenn er die natürlich meint, dann ist krass. Was heißt krass? Ist auch so krass, weil es einfach real ist, ne? Ich mache auch öfter Albumreaktionen, dann steht da manchmal 32 Minuten, Alter. Digga. Früher 20 Tracks, jetzt bist du froh, wenn 15 drauf sind, Bruder. Einfach der Deutschrap brandneu, Aschko war die Nummer 1, die Christmas-Playlist drin. Ist ein Grappling-King wie Christian Eckerlin. Auch als Zwilling rapp ich immer noch in der dritten Person. Kann hier nimm endlich die Hand runter, Hitler ist tot, mein Kameramann. Ja, was soll ich sagen? Rap, er rappt über den Beat so, Digga, das ist unmenschlich. Hat mir kurz ne Pizza geholt und mein Ausweis fotografiert, jetzt ist der Christoph aus Polen. Auf mein Weihnachtszettel steht das Jahr ein Cheater mit Grin. Nächstes Jahr ein Film, in dem ich selbst die Hauptrolle bin. Ein iPhone 14. Ja, der, ich habe auch gehört, dass er einen Film dreht, ne? Drunter, Hitler ist tot. Mein Kameramann hat mir kurz ne Pizza geholt und mein Ausweis fotografiert, jetzt ist der Christoph aus Polen. Auf mein Weihnachtszettel steht das Jahr ein Cheater mit Grin. Nächstes Jahr ein Film, in dem ich selbst die Hauptrolle bin. Feature mit Win, Alter? Das ist Ironie, oder? Auf meinem Weihnachtszettel steht das hier ein Feature mit Grin. Ja, genau. Auf dem Weihnachtszettel steht ein Feature mit Win. Ich habe mich schon gewundert, dass Win bisher noch nicht drauf war, so hier. Ist der Diss? Also ich denke, dass es Diss ist. Das wird ironisch gemeint sein. Alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Nächstes Jahr ein Film, in dem ich selbst die Hauptrolle bin. Ein iPhone 14 Pro und eine PlayStation 5. Und für meinen Geberwong am besten eigene Gasstation gründen. Keine Beef mehr, keiner mehr nach Religion, Haut und Herkunft sich über mich stellt, meint, dass er was Besseres ist. Zum Schluss noch alle CDs von der Diplomat Saga, doch. Ist so Ansage für nächstes Jahr, ne? Und eine PlayStation 5 und für meinen Geberwong am besten eigene Gasstation gründen. Keine Beef mehr, keiner mehr nach Religion, Haut und Herkunft sich über mich stellt, meint, dass er was Besseres ist. Zum Schluss noch alle CDs von der Diplomat Saga, doch am allermeisten bitte, bitte den Shindy-Pyjama. Boah, er feiert einfach komplett. Ich habe auch Foto mit Shindy Pyjama schon gesehen gehabt. Ach, hier ist er doch direkt. Ja, was soll ich euch sagen, Alter? Bahnt sich da vielleicht auch ein Feature vielleicht an? Shindy Asche so. Man muss gucken, was für einen Sound man erstmal hinkriegt, so. Aber sonst, Digga, so von den Namen, von den Rappern so. Erst ist krasser Respekt, das hier im Song zu erwähnen, so. Und, Digga, ich würde feiern, Alter. Shindy-Album ist ja auch verschoben, wer weiß. Vielleicht haben die auch was gemacht. Sie sagt, sie findet Hip-Hop nice. Das ist der Grund, warum ich hier mein Crip-Walk zeig. Ich wurde durch den Shitstorm reich. Ja, Hook ist nice, was soll ich euch sagen? Auch die Splatten stretchen immer schön oldschool, Alter. Feier ich immer. Ich geh mit dir auf TikTok live und schreib in den Chat, dass ich Christoph weiß. Sie trägt ne Maske in nem Slipknot Style. Christmas Troll. Ja, Musikvideo ist natürlich auch wieder nice gemacht, finde ich. Beat ist sehr nice. Er float hier natürlich sehr geil. Sehr technisch müssen wir nicht drüber reden. Ja, sonst sind hier auch. Gefällt er mir ganz gut. Ich finde nur, dass Teil 1 und 2 noch besser ist. Der ein oder andere Name hätte ich noch ganz cool gefunden. Rin, Shirin David habe ich auf jeden Fall rausgehört. Und natürlich viele Rapper noch ohne Namen. So, weißt du? Die Deutsche brandneu. Farid Kapi, glaube ich nicht, dass er die gemeint hat. Ich denke, das ist eher eine Playlist, die er gemeint hat. Ja, ansonsten, nicer Track, aber ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so hier sitze und völlig weg bin. Wirklich, ja, richtig, richtig guter Hip-Hop-Track, aber aus meiner Sicht waren Teil 1 und Teil 2 für mich ein Tacken besser, ist wirklich nicht viel. Ja, das ist so meine Meinung zum Song, aber schreibt mir gerne eure Meinung auch in die Kommentare. Yeah.
eine Sache habe ich noch vergessen. Ich finde immer nice, dass er sich auf diesen X-Massaker-Song so für Hip-Hop einsetzt. Weißt du, denen ist nicht alles scheißegal. Jetzt, er hat seinen Hack, er ist jeder, was heißt, jeder kennt seinen Namen, aber in der Hip-Hop-Szene ein Begriff. So, er macht seine Kohle, macht jedes Jahr sein Album. So, er braucht keinen mehr, der ihn hilft. So, der hat sein eigenes Ding am Laufen und es läuft, weißt du. Und er macht es trotzdem für Hip-Hop. So, der Typ ist Rap, der Typ ist Hip-Hop, der ist real. So, ich feiere ihn auch übertrieben als Menschen, wie er rüberkommt, so, weißt du. Das ist einfach nice. Man muss auch nicht jeden Song tot feiern. Nicht falsch verstehen. Ich finde den Song nice. Der wird auch safe. Werde ich mir den auch in die Playlist von mir packen, so, weißt du? Aber ich sag nur, dass der erste und zweite Teil besser ist. Das ist so ein bisschen so wie, wenn du einen Rapper schon lange hörst, wenn du immer sagst, früher fand ich deine Musik besser, so mäßig, weißt du? Christmas-Treu. Sie sagt, sie findet Hip-Hop nice. Das ist der Grund, warum ich ihr mein Crip-Walk zeig. Ich wurde durch den Shitstorm reich. Ich geh mit dir auf TikTok live und schreib in. Ja, das war's hier eigentlich auch. X-Massaker 3, ich habe meine Meinung gesagt, schreibt mir eure Meinung über den Song, über Asche und über meine Reaktion natürlich gerne in die Kommentare. Und wenn du Rap so feiert wie ich, abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich bin raus, meine Freunde.